Einen schönen guten Morgen aus Berlin und ich begrüße ganz herzlich Albrecht von Lucke. Guten Morgen, Herr Heid. Ich freue mich. Guten Morgen. Fangen wir mal an mit einem Blick auf den Kanzler. Der wirkt ja momentan sehr locker, sehr selbstsicher, trotz schlechter Wirtschaftsprognosen und schlechter Umfragen für die Ampel. Können Sie sich seine Stimmung so ein bisschen erklären? Ja, das glaube ich, kann man. Olaf Scholz ist nicht mehr so scholzig, wie er es lange war. Scholzig als Wort, was ihm ja auf den Leib geschnitten zu sein schien. Er als derjenige, der dröge daherkam. Nein, er hat ein großes Glück. Ich glaube, er hat vor allem deshalb Grund, innerparteilich zur Zufriedenheit, weil er den Kurs gefunden hat. Seine Partei, er macht auf Friedenskanzler, er hat die Schröder-Linie kopiert und er merkt, dass die SPD diesen Kurs, der jetzt offensichtlich sehr ankommt, sehr gutiert und er hat auch innerparteilich seinen Konkurrenten Boris Pistorius, ich will nicht sagen kaltgestellt, aber es ist so, dass die ganzen Anfragen, könnte es ein anderer nicht besser, verstummt sind und diese Linie zu fahren, ich bin der Kanzler der Besonnenheit, ungeachtet der Frage, ob das der Ukraine dienlich ist, das kommt an. Bleiben wir bei der SPD. In einem Brandbrief haben ja jetzt 5 Historiker, wir haben es im Beitrag gesehen, Kritik geäußert an der SPD wegen den Ukraine-Hilfen oder den nicht ausreichenden Ukraine-Hilfen. Wenn man die Partei kennt, wenn man Olaf Scholz kennt, wird das nicht beirren, nicht zu einem Umdenken führen. Ist das Realitätsverweigerung oder ist das Kalkül? Nein, gerade wie ich sagte, er hat ja seinen Kurs gefunden. Er wird den durchhalten. Übrigens darf man eines nicht vergessen, dass immer mit Blick auf den Umstand hin, dass wir sehr viel schneller Neuwahlen im Bund auch bekommen können. Wir haben ein Superwahl, ja, wir haben die Europawahl, wir haben die Ostwahlen, 3 Bundesländer mit einem enormen Ansporn und Anstieg der AfD. Das heißt, es könnte, wenn sogar die Bundestagswahl noch dazukommt, das könnte sein, weil die Haushaltsverhandlungen über den Haushalt 2025 enorm schwierig sein werden und ich gar nicht sehe, wie Grüne und FDP da zusammen können, dann könnte es sehr schnell auch zu dieser Wahl kommen. Scholz wird jetzt diesen Kurs halten, aber in der Tat, wenn ein Mann wie Professor Heinrich August Winkler, wahrscheinlich der prominenteste SPD-Historiker, einer der wichtigsten Historiker dieses Landes, klar sagt, ihr fahrt einen völlig falschen Kurs, ihr macht mal hart gesprochen auf Appeasement vom Schlage Chamberlain, dann ist das etwas, was die Partei irritiert und man sieht es ja übrigens auch, dass Lars Klingbeil, der Parteichef, sofort geantwortet hat und gesagt hat, nein, wir halten diesen Kurs. Man hat da Sorge, dass innerparteilich eben doch die Partei auseinanderdriftet. Ich sehe das aber nicht, wenn ein Mann, auch wie Michael Roth, der Außenpolitiker jetzt sagt, ich werde meine Laufbahn beenden, weil ich keinen Anklang finde, der ja als fast einziger gegen den Kanzler opponierte in der SPD, dann sieht man, dass die Sehnsucht der SPD, parteipolitisch einen Kurs zu halten, der Zuspruch erwarten lässt, dass das so stark ist, da wird Heinrich August Winkler dann auch nicht allzu viel Erfolg erzielen. Neuwahlen wird sich auch Friedrich Merz wünschen, er fordert das ja ganz ungefragt. Ist das nicht ein bisschen vermessen? Nein, das sehe ich nicht. Es gab die Kritik. Es ist die Frage, ob es sehr klug ist. Denn natürlich, er sagt ja, die FDP drängt auf Neuwahlen. Das Bashing oder das Kontra von Kubicki kam sofort. Er sagte, was bildet Herr Merz sich ein? Er interveniert in eine Situation, in der von Interesse der FDP an Neuwahlen nicht die Rede sein kann. Damit hat Kubicki ja in gewisser Weise sehr recht. Alle 3 Parteien in der Regierung haben gewaltigen Angst vor dem Absturz. Neuwahlen, die jetzt kämen, könnten dazu führen, dass alle 3 verlieren. Das dürfte der Fall sein. Aber Merz sieht natürlich die Schwäche dieser Regierung. Er will natürlich auch ran, weil er weiß, wenn denn jetzt es zu Neuwahlen käme, wäre er der Kandidat, der in der CDU fast gesetzt wäre. Seine Konkurrenten, Herr Wüst, der ja glänzende Zahlen hat in Nordrhein-Westfalen, hat sich bundespolitisch immer noch nicht so profiliert, dass er ihm ernsthaft Konkurrenz machen könnte, Friedrich Merz. Markus Söder, vielleicht, ja, der lauert noch immer. China, seine Reise, die ja zeigt, dass seine Ambitionen, Außenpolitik, vielleicht sogar Weltpolitik vom Schlage Franz Josef Strauß zu machen, keineswegs ad acta sind. Aber gegenwärtig wäre Merz natürlich der Kandidat, weil er die CDU auf eine Linie gebracht hat, der eigentlich nicht zu verhindern wäre. Deswegen drängt er. Und ich finde das ein normales parteipolitisches Geschäft. Ob es klug ist, ist die Frage. Aber das zu skandalisieren, finde ich ein bisschen albern. Sie sprechen die K-Frage an. Glauben Sie, dass die Union den gleichen Fehler machen wird wie letztes Mal und sich gerade bei der Frage, wenn die Wahlen denn dann erst nächstes Jahr wieder stattfinden, wirklich auch zerreißt? Das kann sein. Zerreißt deshalb oder jedenfalls zerreißt in dem Sinne auch, dass die Außenwirkung nicht die erhoffte ist. Denn eines bleibt ja bei Friedrich Merz weiter das Problem. Seine Werte sind schwach. Er ist sogar im Ranking hinter Olaf Scholz und das will schon einiges heißen. Das heißt, das mag auch übrigens der Kerngrund sein, warum Olaf Scholz ein Stück weit wieder mit erhobenerem Haupt durch die Gegend geht. Er sieht, wenn es denn zum Duell gegen Friedrich Merz käme, dass er weiterhin auf den Kanzler der Seriosität, der Besonnenheit setzen könnte. Das ist das, worauf die SPD hofft. Und Friedrich Merz bleibt eine carte blanche. Er ist ja nun eine loose cannon. Man weiß, bei Merz kommt immer wieder mal etwas raus, was vielleicht auch einen Grad zu nah bei der AfD liegt und damit wieder Abwehrreaktionen in der Mitte erzeugt. Also Merz ist nicht der Kandidat, der klar über 30% käme, vielleicht sogar über die 35%, was eigentlich in der Situation einer solchen Schwäche der Regierung normal sein müsste. Insofern könnte die CDU tatsächlich den gleichen Fehler machen wie vor
dann 2 Jahren, jetzt vielleicht dann später 4 Jahren, dass sie den falschen Kandidaten nominiert. Weil eines scheint mir schon sicher zu sein. Markus Söder, bei aller Zweifelhaftigkeit seiner charakterlichen Eigenschaften, die er ja gezeigt hat, als er Herrn Laschet zerstört hat, ist offensichtlich immer noch der populärere Kandidat. Also insofern, die Auseinandersetzung zwischen Merz und Söder ist so nicht ausgestanden. Vielleicht können Sie mir bei der Union eine Sache erklären. Es wirkt ja momentan so, als wird gegen alles geschossen werden, was die Ampel macht. Verkennt aber dabei so ein bisschen auch die Stimmung im Volk. Bei Taurus war das so, jetzt auch beim Thema Rente. Die Junge Union ist gegen eine Rentenerhöhung. Die Union will ein höheres Renteneintrittsalter. Wenn man sich einfach die Stammwählerschaft anguckt, sind das Ü60. Verpuckert die Union sich dabei thematisch nicht gerade ein bisschen? Das mag sogar in dem einen oder anderen Feld so sein. Ich würde aber in dem Fall der Union sogar eines sehr zugutehalten. Sie packt Themen, die durchaus unpopulär sind, auch wirklich an. Die Rentenfrage ist eine Riesenthematik. Und viele im Lande wissen, dass wenn es so weitergeht, immer geringere Arbeitszeiten, immer geringeres Arbeitspotenzial. Denken wir auch an die jüngsten Vertragsverhandlungen bei der GDL. Arbeitszeitverkürzungen auf 35, die vielleicht bald Schule machen werden. Dann ist die Rentenfrage ein ungeheuer großes Thema. Und interessanterweise, auch in der Außenpolitik würde man, so sehe ich es, der CDU durchaus eher zugutehalten können, dass sie den Kurs mehr Unterstützung der Ukraine hält, dass das durchaus ihrer intrinsischen Motivation entspricht, also nicht populistisch ist. Aber ob es der CDU wirklich dient, das wird man sehen. Die SPD, denke gerade an die Äußerung von Ralf Stegner, der ja deutlich sagte, sehr sich in die Brust werfend, Sie sehen, CDU, das kommt an, was wir machen. Die SPD könnte da am Ende vielleicht, so ist ihre Rechnung, am längeren Hebel sein, wenn die Auseinandersetzung Scholz gegen Merz ist. Obwohl eines ganz klar ist, so stark wie die Union ist, bei über 30% und so schwach die SPD gegenwärtig, bei 15%, müsste unter normalen Verhältnissen der Kanzler eigentlich immer einer der CDU sein beim nächsten Mal. Es bleibt spannend. Albrecht von Lucke, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Heid. Das war der Frühstück aus Berlin. Das war es soweit auch von mir. Und damit noch einmal zurück nach Köln.